Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Ströter, es ist falsch, dass ich den Vorstand veranlasst habe, eine Klage gegen das Kartellamtsverfahren einzuleiten. Im Gegenteil, ich habe mit dem Vorstand intensiv darüber diskutiert, ob dieses Vorgehen, das er ja die letzten Jahre in dieser Frage praktiziert hat, wirklich sinnvoll ist, weil ich die Rechtsauffassung des Vorstandes der Berliner Wasserbetriebe, dass das Kartellamt nicht zuständig sei, dass es keine Preise sei, was die Berliner Wasserbetriebe nehmen, was im Gesetz steht, sondern, wie der Vorstand auf Anraten von Freshfields gesagt hat, Gebühren im Preis gewandt, dass das eine absurde Argumentation ist. Wenn der Vorstand allerdings mir gegenüber erklärt, er sieht sich im Interesse des Unternehmens verpflichtet, das zu tun und auch noch rechtlich beraten wird, hat der Aufsichtsrat keine Möglichkeit, es sei denn, er macht sich strafbar, dieses zu verhindern. Das habe ich Ihnen auch schon an anderer Stelle erklärt. Und deshalb will ich es an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen. Das ist in der Zuständigkeit des Vorstands gewesen. Die Möglichkeit wäre allerdings gewesen, von dem Moment an, an dem wir 100% der Anteile an den Berliner Wasserbetrieben haben, dass der 100%ige Eigentümer den Vorstand von dieser Verantwortung entbindet und sagt, wir drehen euch keinen Strick daraus und wir beenden dieses unsinnige Verfahren. Das wäre möglich gewesen und das ist nicht geschehen. Genauso wie das Land Berlin jetzt darüber entscheiden kann, ob man in die Revision geht oder nicht. Letzte Anmerkung, Kollege Ströter. Wir reden nicht darüber, ob es für die Berliner Wasserbetriebe wirtschaftlich zumutbar ist, die Kalkulationsgrundlagen, nämlich die erhöhten kalkulatorischen Kosten, das sind keine realen Kosten, die dem Unternehmen entstehen, sondern sind rein kalkulatorische, sprich fiktive Kosten, die sich in entsprechenden Gewinnen niederschlagen. Wir reden also, wenn wir über die Frage, können die Wasserpreise gesenkt werden, nicht über die Wirtschaftlichkeit der Berliner Wasserbetriebe, weil die ist gesichert und reale Kosten sind immer ansatzfähig, auch bei dem, was wir vorschlagen, sondern wir reden über die Senkung der kalkulatorischen Kosten und über die Absenkung der überhöhten Monopolprofite. Und dazu muss ich die Koalition erklären, meine Damen und Herren. Sie replizieren. Dann bitte sehr, Herr Ströter. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Wolf, ich bin doch schon überrascht, dass Sie diese These hier noch mal wieder vertreten. Wie sind denn die Fakten? Sie hätten doch die Möglichkeit gehabt als Aufsichtsratsvorsitzender, die Debatte ist übrigens hier geführt worden im Plenum, da hätten Sie die Möglichkeit gehabt, den Vorstand freizustellen. Sie hätten ohne Schwierigkeit den Vorstand in der Haftung freistellen können und diese Klage sozusagen verhindern können. Das haben Sie nicht getan. Das ist der erste Versäumnis. Das ist das erste Versäumnis, was Sie gemacht haben. Das zweite, Sie hätten auch persönliche Konsequenzen ziehen können. Sie mussten nicht gleichzeitig Wirtschaftssenator und Aufsichtsratsvorsitzender sein. Wenn Sie der Meinung waren, dass Sie das in Ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender nicht konnten, dann hätten Sie die Konsequenz gezogen, wären aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und hätten auf die Funktion verzichtet. Das wäre glaubwürdig. Es kann nicht sein, dass Sie beides nicht tun und heute sich hier so hinstellen, als ob Sie mit dem eigentlichen Vorgang nichts zu tun haben. Zweite Bemerkung zu den Abwasserpreisen. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Wir schauen uns die Situation der BBB genau an. Der Finanzsenator als neuer Aufsichtsratsvorsitzender wird das verantwortlich tun. Also so lange ist er noch nicht Aufsichtsratsvorsitzender. Und das gehört zu einer seriösen Prüfung, hinzu, dass er sich das genau anschaut. Und dazu gehört dann, sage ich auch noch einmal so deutlich, dass die Investitionen der BBB weiterhin möglich sind. Und es gehört dazu, dass die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht verschlechtert. Wir werden als SPD-Fraktion und, glaube ich, auch als Koalition nicht zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Abwasserpreise senken können. Das kann niemand erwarten. Diese Politik wäre nicht seriös. Ja, Herr Dr. Leder, es bringt doch nichts, wenn Sie dazwischen schreien. Sie schreiben uns hier vor, wir sollen Abwasserpreise senken, aber wo das Geld herkommt, wissen Sie nicht. Doch, das wissen wir. Ja, stellen Sie mal eine seriöse Zwischenfrage. Also, wir werden die Abwasserpreise nicht senken, wenn die Finanzierungsmöglichkeiten nicht da sind. Der Finanzsenator wird zu gegebener Zeit auch entsprechende Prüfungen und Vorschläge machen. Und dann werden wir uns die Sache genau anschauen.
Ich bitte Sie noch mal darum, bleiben Sie ja seriös bei der Debatte. Versprechen Sie den Berlinerinnen und Berlinern nicht Dinge, die Sie nicht halten können.